Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Ja, wird wahrscheinlich eine der letzten Folgen sein, weil ich Ende des Monats, ja, wir haben schon Oktober, mir Binding of Isaac Rebirth und natürlich Afterbirth kaufen werde. Und dann geht's mit der aktuellsten Version weiter. Bis dahin dattel ich noch ein bisschen das Ursprüngliche. Ich habe Rebirth jetzt auch mal bei jemandem angezockt, aber irgendwie gefällt mir das Original tatsächlich besser. Also. So, ich spiele wieder Judas, weil ich Judas immer noch nicht das Ende rausgefunden habe. Und ich finde Judas auch ehrlich gesagt verdammt schwer. Also. Ich habe dann eben bei Rebirth mal wieder den normalen Isaac gespielt, ne, mit den drei Herzen und allem drum und dran. Das ist ein Riesenunterschied, mit sowas anzufangen. Also wenn ich bei Judas schon froh bin, so die ersten zwei Stages zu überleben, ist das beim normalen Isaac quasi nicht das geringste Problem, ne? Ah, hier lang. Wollen wir nicht gleich direkt sterben. Okay. Wahrscheinlich kriege ich hier keine so hin, dass ich das auf unten aufmache und die Kiste. Ah, perfekt. Flat Penny mag ich. Wenn man da pro Münze nochmal die Wahrscheinlichkeit hat, dass man eventuell noch einen Schlüssel dazu bekommt. Das rechnet sich natürlich. Ich habe jetzt Isaac auch mal gestreamt. So zum Spaß bei Twitch. Man findet mich jetzt hin und wieder mal ganz selten bei Twitch. Einen Link gibt es auch bei den Infos bei mir im Kanal. Kann ich aber auch nochmal in die Videobeschreibung stellen. Yay! Drei blaue Herzen, das ist super. Ich denke, das werde ich bei Afterbirth häufiger machen. Es ist irgendwie ein schönes Spiel, so nebenbei, wenn man gerade irgendwie eigentlich anderes zu tun hat. Und, ja. Und dann kann ich das eigentlich. Ich höre dann immer Musik dabei und stream da ein bisschen rum. Ne? Seht ihr? Hier, gratis Key. Deswegen könnte ich auch mal gucken, was es im Shop gibt. Manchmal hat man ja Glück und kriegt für 7 schon irgendwas runtergesetzt. Oho. Das hat sich jetzt mal gelohnt. Gleich Damage ab. Ja, ich guck mal rein. Ich habe ja jetzt wahrscheinlich genug Keys für die Zukunft. So, nichts runtergesetztes. Die Karte kaufe ich mir, aber erst, wenn ich den Endgegner gemacht habe, weil vielleicht erreiche ich ja noch die 15 für den Kompass. So. Uah. Ja, Monstro bin ich ja letztes Mal glorreich gescheitert am schwierigeren Monstro. Ärgert mich heute noch ein bisschen. Weil eigentlich ist der super easy. Gerade im Vergleich zu anderen Gegnern. Oh, da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das gemacht hat. Ah, einfach nur Damage ab. Na dann. Das machen wir ja fast normalerweise schon so viel wie mit dem Book of Belial. Das hat sich jetzt mal da gar nicht gelohnt. Aber gut, das weiß man vorher halt nicht. Und jetzt hier zumindest. Okay, der Magician. Das geht. Ist jetzt nicht die geilste Karte, aber ist okay. So, und die ganzen Herzen kann ich jetzt hier leider mal überhaupt nicht verwenden. Hm. Din, din, din. Krack. Ja, so läuft das normalerweise. Spinnies. Ja, so froh, dass ich keine Angst habe vor Spinnen. Weil die ja auch nicht richtig spinnig sind, ne? Die haben ja nur 4 Beine und dafür schauen sie umso härter zu. Ja. Ich mache jetzt auch schon gut Schaden, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ah, nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nicht sterben. Blöde ist, also bei Rebirth der Vorteil ist halt, dass man auch mal zwischendurch aufhören kann zu spielen. Während dem Run. Bei Isaac muss man es ja durchziehen. Beim ursprünglichen.
keine Pause erlaubt quasi. Ich habe einmal den PC über Nacht angelassen, weil ich so müde war, aber ich war so weit, dass ich dann auch nicht aufgeben wollte. So. Ich hau jetzt gekonnt meine blauen Herzen raus. Was sind wir denn hier? Okay, Diamonds. Das brachte das Geld, ne? Ja, das heben wir uns erstmal auf, behalte ich mal im Hinterkopf. Oh. Ich spiele aber auch wirklich nicht gut. Also ich meine, es gibt Leute, die schaffen das innerhalb von einer halben Stunde da durch. Und ich schaff's nicht mal in 2 Stunden überhaupt irgendwie durch, aber gut. So. Gut. Probieren wir uns jetzt gleich hier nochmal an der Bombe. Sehr wahrscheinlich, dass hier was ist. Dann können wir gleich kurz vor Ende nochmal unser Geld verdoppeln. Ha, jetzt gibt es Schlüssel. Den Flat Penny kann man ja dann auch irgendwann ablegen gegen irgendwie einen sinnvolleren Gegenstand, ne? Aber bis dahin ganz viele Schlüssel sammeln. Ich weiß gar nicht, ob Belial dann überhaupt noch einen Effekt hat, wenn wir eh schon so viel Schaden machen. Nein, noch was Häufchen kaputt machen. Ja. Okay, okay, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich mich mal wieder richtig konzentriere. Ein Herz ist halt echt übel. Kann man ja noch so gut sein, ne? Aber ach, ich habe gar keine Bomben mehr. Hm. Ne, so viel zum Thema Konzentration. Oh, wir kriegen Hilfe. Na, er gibt uns Herzen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Aber Herzen nützen uns ja auch nicht so viel. Eigentlich brauchen wir blaue Herzen. Ne, ich gehe erst noch in den letzten Raum und dann gucke ich mal oben, was es da gibt. Wir könnten jetzt mal hier sowas für ein Lebensupdate kriegen. Ne, natürlich nicht. Dafür eine Bombe. Auch recht. Kann ich da unten noch bei der Truhe verwenden? Vielleicht ist da noch irgendwas drin, was ich gebrauchen kann. Ich glaube es zwar nicht, aber... Oh, zieht mehr Pillen an, die Safety Cap. Da ist mir der Flat Penny aber lieber. Zumal man mit Judas nicht den Vorteil hat, dass man nur gute Pillen kriegt. Ne? Könnte uns also auch ganz schön vermurksen, der Kram. Guck mal, was es hier drin gibt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wozu das gut war. Das da. War das besser als meins? Ich glaube nicht. Bei der Karte, na gut, wir haben halt schon eine gute Karte, ne? Nee, ich würde sagen, wir wagen es zum Endgegner und hoffen einfach drauf, dass der leicht ist. Okay, er ist leicht, es ist Pin. Aber ich kenne ja mein Glück, ne? Wahrscheinlich stelle ich mich jetzt total daneben an oder das Spiel hängt wieder etwas. Na, da hätte es mich jetzt eben auch schon erwischen können sogar. Die Reichweite von den Dingern ist so unglaublich gering. Hm. Einmal so eine Bombe und wir sind hin. Aber sieht gut aus, sieht gut aus. Ja. Sehr fein. Und ich glaube nicht, dass wir in dem Teufelsraum irgendwas kriegen, was wir... Ja, das da unten wäre natürlich super gewesen zum Schweben. Hier. Aber wir haben nicht genug Herzen. So, jetzt habe ich den Magician? Gar nicht verwendet. Hm. Ist auch nicht so die beste Allround-Karte irgendwie. Nehmen wir hier nochmal unser Geld und gehen einfach mal runter.
In der Hoffnung. Na, ich glaube, ich kaufe die Karte oben noch. Vielleicht ist hier irgendwas Besseres. Sorry für die Kurzentschlossenheit, aber ja, ich sag ja, unter 30 Minuten würde ich so einen Run niemals hinkriegen. Vielleicht, wenn ich mich wirklich kontinuierlich durchschippe nach unten, aber... Na, toll. Das hat's jetzt gebracht. Dann halt nicht. Und wieder nach unten. Dass wir nur ein Herz haben, passt mir so gar nicht. Das wird richtig schwierig werden, glaube ich. So. Wir dürfen uns halt auf gar keinen Fall irgendwie unkonzentriert anstellen, weil jeder Treffer fast einen Tod bedeuten kann. Gar nicht, ob ich das jetzt herausfordern soll. Die halten aber auch echt viel aus hier, die Fliegen. Dafür, dass das nur so kleine Mini-Fliegen sind. Halt die Hoffnung, dass da noch irgendwo was drin gewesen wäre, aber ist wohl nicht umsonst das Leben riskiert. Wir haben eine größere Reichweite, das ist gut. Ich habe Angst. Okay, die Bombe da drin nützt mir mal gar nichts. Hui, fliegen! Eine Attackfly auch noch. Die sollte vielleicht ein bisschen was abfangen zumindest. An Schaden. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, ich will ein Herz mehr. Okay, die Leiter ist schon mal cool. Damit können wir uns die Bombe oben noch holen. Seht ihr, wie das hakt? Das ist echt nervig. Ist nicht so, wenn ich nicht aufnehme. Mal schauen, ob ich da noch irgendwas dran drehen kann. Aber es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, weil ich ja sowieso... Ich glaube, bei Rebirth läuft es dann besser. Sie einfach nicht nah genug rankommen lassen. So. Den Sonderraum mache ich jetzt garantiert nicht. Erstmal. Stattdessen den anderen hier unten noch. Ich hoffe ja echt so auf noch ein Herz irgendwie. Was kann ich aus die Dinger machen? Nicht rausfinden sowas. Niemals rausfinden. Ich kann auch nicht in diese Sonderräume da gehen, weil ich habe kein Leben dafür. Aber ich glaube, hier könnte sich noch ein Bonusraum verstecken. Oder auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite nützt eh fast nichts. Na doch, ich muss ja nicht zwangsläufig über die Stacheln zurück. Nee. Dann vielleicht doch hier. So. Das bringt Geld, aber jetzt muss ich... Ah, cool. Den gab es aber jetzt ein bisschen zu spät. Jetzt habe ich nämlich alle Türen auf der Etage schon offen. Ja, jetzt darf ich schon wieder nur mit einem Herz da rein, ne? Hier gibt es auch gibt's einen Kompass. Uff, das ist aber auch verlockend. Vielleicht nachher noch. Oh nein. Oh nein, Curdy. Ja. Genau. Gördi. Okay, ich glaube, das wird nichts. Nein! Ja,
Schieß dann doch, bitte! Oh Gott. Oh Gott, mein Herz. Das war knapp. Boah, war das knapp. Oh Mann, holen wir uns den Kompass. Nee, wir gehen jetzt kein Risiko ein. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir haben immer noch nur noch ein Herz. Eins. Und es wird ja nicht leichter. Vielleicht kriegen wir hier mal ein paar blaue Herzen. Zumindest Geld. Kann's ja mal versuchen, ne? Kann sich aber auch umbringen lassen durchs Fliegen. Machen wir, bis wir nur noch 25 haben. Und dann muss ja noch was aufheben, falls wir doch in den Shop kommen. Die bringen wenigstens relativ häufig was im Vergleich. Auch ohne, dass man Glück hat. Oh, perfekt. Das da, genau das da wollte ich. So. Ja, und wir können es auch gleich wieder... Genau, wir vergeuden es einfach gleich. Ob mir das auch passiert wäre, wenn ich nicht das blaue Herz gehabt hätte, wenn ich genau nur ein Leben gehabt hätte? Ich glaube nicht. Also... Toll. Wirklich toll. Ach ja, ich kann ja jetzt hier bleiben. Genau. Wir müssen ja nicht unnötig ein Risiko eingehen. Ne? Bomben. Hm. Den nützt es uns leider nichts, wenn wir auf den uns hier auf die Plattform machen. Auf die Leiter, meine ich. Macht es eigentlich Sinn, wirklich direkt zum Endgegner zu gehen und nicht alle Bäume auszutesten? Mal so an die Profis unter euch. Ganz sicher bin ich mir da nämlich nie. So. Klar. Klar, 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 klar. Wow. Jetzt nehme ich zumindest Kohle. Und genug Schlüssel. Zumindest. Bei einem Wahrsager vielleicht noch was Besseres kriegen als den Flat Penny. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben genug Schlüssel. Okay, wieder den. Ich krieg heute nur die Karte, oder? Keine andere. Hm. Ich gebe nicht auf, nein. Hm. Okay. Das hat nicht so viel gebracht. Gibt's hier noch was? Den Herzcontainer hinten werde ich auf jeden Fall noch in die Luft jagen. Nicht in der Runde, aber vielleicht in der nächsten. Wenn ich hier bin, meine ich. Also ich meine, ich komme dann nach dem Endgegner wahrscheinlich nochmal her. Hm. Ich gesucht. Ich hab genug Schlüssel, jetzt kriege ich auch keine mehr. Sehr gut. Gut. Aber der kann auch blaue Herzen geben. Muss er aber nicht. Aber da mache ich jetzt auch bis 25 und dann probiere ich es vielleicht bei dem anderen Automaten nochmal. Ist dumm, dass man sich jetzt so behelfen muss, ne? Aber ich habe echt Angst drauf zu gehen. Ich glaube, das hat man bei dem Spiel immer, oder? Und gleich schon hier noch mal probieren. Hm, aber Geld kriegen wir ja heute auch echt genug. So immer die Sachen, die man nicht braucht. Wenn ich fünf Herzen, ich habe schon
mit Judas innerhalb von quasi zwei Ebenen 5 Herzen oder so gekriegt, ja. Das geht natürlich nicht. Aber da hatte ich dann auch kein Geld mehr, ne? Immer das, was man nicht brauchen kann. Ich habe auch ehrlich gesagt, boah, schon wieder ein Fünfer. Ziemlich Angst vor den Pillen, weil ich nicht weiß, wenn der eine mit einem Bad Trip dabei ist, zuckt mir das, glaube ich, sogar ein ganzes Herz ab. Ja, genau. Probieren wir es? Wir probieren es. Toll. Dann machen wir gleich hier weiter. Vielleicht holen wir uns ja noch die nächste Fliege ab. Ja, es ist eine Folge voller Glücksspiele. Es passiert heute auch nicht, weil nicht viel weiter. Was macht mein blödes Begleiterchen überhaupt? Das sollte mir doch Herzen geben. Ich habe noch gar kein Herz gegeben bisher. Vielleicht muss ich dafür irgendwas machen. Ich weiß auch nicht was. Und das Ding gibt auch keine Herzen heute irgendwie, ne? Weiß ja auch nicht. Mal gespannt, wie Afterbirth ist. Soll ja nochmal verbessert sein, alles im Gegensatz zu Rebirth. Und natürlich dem Original. Weil, wie gesagt, das Original, ich finde es irgendwie schöner. Ich finde es nicht so verpixelt. Okay, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Bei dem Herz, was das normale drunter liegt, ja, das sind manchmal in seltenen Fällen. Nutze ich das gleich für Münzen? Nee, nutze ich nicht. Wer weiß, ob wir das nochmal brauchen, die halben Herzen. Okay. Manchmal in seltenen Fällen sind dann da nämlich auch blaue dabei. Hm. Mal noch einen Schluck Tee trinken, bevor es weitergeht. So, meine Matches. Ich kann es nicht aussprechen. Magicken? Magician? Magicken klingt wie so ein Huhn. Chicken. Magician. Egal. Ich finde das ehrlich gesagt tierisch langweilig mit den Automaten, deswegen lasse ich es jetzt auch, aber man will ja auch nicht sterben. Ich glaube, wenn ich mich da hinten einkerke, ist das keine gute Idee, die springen ja eh drüber. Ein blaues Herz. Oh mein Gott, ein blaues Herz. Chuck. So. Jetzt hoffen wir mal, dass die hier keinen Bad Trip gibt. Ne, Lockdown, das macht's auch nicht besser. Vor allen Dingen mit den ganzen Automaten hier. Hm. Dann machen wir lieber mal die Rundtour. So irritierend, dass ich so eine Fliege an meiner Seite habe. Ich denke die ganze Zeit, sie greift mich an. So. Sehr schön. Wieder eine Pille. Warum kriege ich denn jetzt die ganze Zeit Pillen? Naja, gut. Solange ich den Flat Penny habe, ist das nicht verkehrt. Jetzt auf Bomben an. Kaboom. Mache ich den Raum da oben noch? Na, vielleicht ist da noch irgendwas Sinnvolles drin. Ne? Zwei Herzen entgegen, das ist halt auch wieder super, super mies. Nein, bei denen. Genau, auf gerader Ebene bleiben. Genau, so war das. Hier die ganzen Sonderräume, aber davon werde ich jetzt, glaube ich, auch nichts besuchen. Beziehungsweise hier könnte ich mal angucken, wie der Deal ist. Eine Truhe. Nee, das ist mir zu wenig. Dann lieber.
Erstmal Endgegner und dann kann ich immer noch meine Herzen verluddeln. Für den Automaten und den dann auch am Ende in die Luft sprengen. Vielleicht, manchmal bringt der ja auch ein dauerhaftes Herz als Verstärkung. Beep ist auch nicht ganz ungefährlich. Sprach zum Stab. Ah, und da bin ich reingerannt, ich Idiot. Ich stand ja sogar noch richtig. Oh oh. Nein. Oh, und er war kurz vorm Tod. Habt ihr das gesehen? Da war nur noch ganz, ganz wenig. Naja, gut. Das war's dann für den heutigen Run. Das nächste Mal in Cave 2 schon gestorben. Aber ich habe mich wacker geschlagen. Sehr wacker. Nächstes Mal schaffe ich's. Und dann sind wir vielleicht schon bei Rebirth. Mal gucken. Vielleicht aber auch nochmal eine Runde normal, Isaac. Dann hoffe ich, ich sehe euch das nächste Mal. Ciao.